Willkommen zu einer weiteren Folge Transymbol 2 und wir starten mit einer Mod-Vorstellung bzw. mit einer Repaint-Vorstellung für die Baureihe 187, nämlich mit der 187-100-3 von der MRCE Dispo. Hier vorne nochmal die gleiche Lok, das ignorieren wir jetzt einfach, dass das die identischen Loks sind. Genau. Also hier soll jetzt erstmal die Lok gezeigt werden, darum geht es im Allgemeinen. Dazu erzähle ich gleich mehr. Ja, ich habe eigentlich gesagt, wir fahren erstmal nicht mehr mit der 187, das tun wir jetzt trotzdem, auch das erkläre ich gleich. Das Repaint ist auch zu dem Zeitpunkt der Videoaufnahme jetzt hier noch nicht zu 100% fertig, sondern sagen wir mal so zu, ja, so zu 95%. Im Grunde genommen ist alles Wichtige schon getan, das Einzige, was fehlt, sind hier noch so ein paar von den Bremsgewichten und sowas. Das ist das Einzige, was fehlt. Ansonsten ist alles andere mit dabei. Wir haben hier die ganzen Anschriften an der Seite. Das Logo, beziehungsweise die Logos. Genau. Dann setzen wir uns jetzt erstmal hier in den Führerstand rein, denn es ist nicht nur das Repaint, das ich damit vorstelle, sondern auch noch gleichzeitig viel mehr. Die ein oder anderen Mods sind nämlich auch noch mit dabei. Aber dazu gleich mehr. Wir gehen mal in den Motorraum, schalten uns mal die PZB an. Sie verlasse ich heute mal aus, weil wir uns das Repaint gerne ab und an mal von außen angucken werden. So, dann Batterie ist an, Federspeicherbremse ist schon gelöst, dann ziehen wir besser nochmal die direkte Bremse an. So, dann aktivieren wir hier den Führerstand. Das hat auch schon gereicht. Signalleuchten auf Auto. So, dann hätten wir das soweit erledigt. LZB brauchen wir uns nicht anzumachen, da es sowieso keine LZB verbaut gibt auf dieser Strecke. So, unser Stromabnehmer ist auch schon oben. 15 kV haben wir hier. Genau, Stromabnehmer ist oben. Dann können wir eigentlich die Vorwärtsfahrt auswählen. Ich hoffe, das hat funktioniert. Ja, hat es. Sehr gut. AFB lassen wir aus, weil die AFB ziemlich verbuggt ist bisher. Also da gab es noch kein Update, dass die AFB in irgendeiner Form verbessert hätte. So, dann gehen wir noch in das Display hier rein und stellen uns mal die Spitzensignale an. Huch. So, hier auf Enter. Dann, wir sind in Führerstand 2, ne? Doch, ja, weiß ich nicht. Okay. Okay. Ach so, ja. Nee. Mir fehlt das Signal. So, ja, Spitzensignale muss man auch einstellen. Das wäre natürlich smart. So, hier hinten brennt das Licht interessanterweise. Das wollen wir nicht. Also machen wir mal den hier. Okay, ist immer noch an. Hier auch? Nee.
So, hinten haben wir die Zugschlusstafeln, das passt. Dann PZB-Modus, wir sind in der unteren Zugart. Das ist, glaube ich, in Ordnung. Können wir sonst noch irgendwas einstellen? Bremsstellung, Stromabnehmer, Auto, Zugart. Okay, hervorragend. Dann würde ich sagen, Signal zeigt Fahrt. Wir lösen mal die direkte Bremse und die Zugbremse. Und hört mal hin. Ich bin mal still, damit man hier schön den Sound genießen kann. So, Leistung wieder zurücknehmen. Nein, nicht E-Bremse. Wir dürfen nämlich nur 40 fahren. Genau, also erstmal zu den Mods. Ah, das vorne ist auch neu. Also zu den Mods. Wir haben einerseits das Repaint. Aha, Kollege von der RBH hier ausgeliehen. So, wir dürfen was dann 120 fahren. Gut, dann können wir mal langsam wieder Leistung aufschalten. Ja, also zu den verwendeten Mods, beziehungsweise ja doch ja, Mods für diese Lok. Wir haben ja zwei Stück, nämlich einerseits einen wundervollen Sound-Mod, den es im Rails im Forum zum Download gibt. Damit hat man nicht mehr die hässlichen Sounds der 187, wobei die Sounds sind ja nicht so schlecht, aber die passen halt nicht zu der Lok, ne, ist klar. Einerseits das, unter anderem ist auch der Sound der PZB, glaube ich, geändert. Ne, ich drücke nochmal drauf. Hier. So, der SIFA-Sound ist, glaube ich, auch ein neuer. SIFA ist jetzt aus, deshalb kann ich das nicht demonstrieren. Einerseits das und andererseits haben wir für das 3D-Modell auch so ein paar kleine Änderungen. Das lässt sich jetzt hier, weil ich dieses Repaint vorstelle, nicht so gut demonstrieren, weil es eigentlich ein Repaint bzw. eine Mod ist für die verkehrsrote Variante. 187 von DB Cargo. Genau, also unter anderem steht dann an der Seite nicht mehr, dass die Schleppgeschwindigkeit 160 km/h ist, sondern 140. Und was auch ganz cool ist, das können wir auch, glaube ich, hier sehen bei diesem Repaint. Erstmal ein bisschen E-Bremse rein, weil es doch ordentlich bergab geht. Genau, ich gehe mal kurz wieder raus.
kann es leider nicht erkennen. Aufgrund der Lichtverhältnisse. Also eigentlich, was die Mod gemacht hat, ist, dass hier vorne dann wieder, also im Grunde genommen hier vorne, da steht dann auch noch das Bombardier-Logo mit drauf. Das fehlt ja in der originalen Lok, beziehungsweise in dem Add-on, das wir halt, das man kaufen kann. Und das wurde halt unter anderem auch mit nachgepatcht, sowie eben, wie gesagt, einige andere kleine optische Verbesserungen, die ich jetzt aber nicht demonstrieren kann, weil hier das Repaint im Grunde genommen drüber geklatscht ist. Vielleicht können wir uns das Bombardier-Logo gleich nochmal angucken von einer anderen Perspektive. Genau, also wir haben auf jeden Fall hier diesen Sound, der ist super. Das hört sich an wie die richtige, echte Lok. Wir sind übrigens auf der Mönchspessert-Bahn unterwegs, ich habe es glaube ich gar nicht gesagt. Aber das wirklich jetzt mehr nur so, um dieses Repaint mal ein bisschen zu demonstrieren. So, wir haben freie Fahrt. Daher fliege ich mal ein bisschen nach vorne. So, dahinter, da ist keine Beeinflussung, also. Was diese optischen Veränderungen auch noch mit sich bringen, das sind auf jeden Fall hier noch so kleinere Anpassungen der Displays. Das ist noch ein Ticken realistischer jetzt geworden. Und hier die Verdreckung bzw. die Schattierung der Fensterfront hier hat sich auch ein bisschen verändert. Ich kann aber nicht sagen, inwiefern. Genau. Und warum habe ich diese Lok eigentlich noch? Ich habe ja, als ich die Lok vorgestellt habe, gesagt, dass ich zum Steam Store gehen werde und die Lok zurückgeben werde. Das habe ich auch getan. Ich habe auch das Geld dafür zurückbekommen, aber interessanterweise ist die Lok halt immer noch in meiner Kollektion mit drin. Also, keine Ahnung, was da schiefgelaufen ist, aber ich hab das gehört, dass das bei einigen anscheinend der Fall gewesen. Ich glaube, irgendwann, wenn mal ein Update kommt oder sowas, dann ist vermutlich die Lok dann auch weg von meiner Festplatte, weil dann irgendwelche Account-Daten und sowas angeglichen werden und dann merkt Steam, hey, da habe ich noch etwas, was ich gar nicht besitzen sollte und dann ist das vermutlich auch weg. Aber für den Moment habe ich die 187 halt noch. Daher dachte ich mir, okay, ich nutze die Gelegenheit und stelle damit gleichzeitig das Repaint vor und die beiden Mods, die beiden Veränderungen des 3D-Modells, des Außenmodells und des Sounds. Das Repaint, also das MRCE-Repaint hier. Das gibt es zum Download im Rails im Forum. Ich versuche das Ganze so zu takten, dass Download und Video-Veröffentlichung in etwa gleichzeitig vonstatten gehen. Kann es aber nicht garantieren. Auf jeden Fall ist der Link zu dem Repaint in der Videobeschreibung spätestens einen Tag nach Veröffentlichung dieses Videos. Das dauert nämlich manchmal bis im Rails im Forum, da die Repaints veröffentlicht sind, bis das mal freigeschaltet wird. Wir werden aber immer schneller. Ah, jetzt geht es aber langsam wieder runter. Ich will nämlich nicht schneller als 90 fahren mit unserem Zug hier. Ja, und ich dachte mir gleichzeitig, ja, komm, meine Spessartbahn auch schon länger nicht mehr gefahren. Kann man ja mal auch machen, mal wieder machen. Hatte ich auf jeden Fall Lust drauf. Und da hat sich, glaube ich, die
187 ganz gut angeboten jetzt dafür. Was mir immer noch nicht gefällt, also das ist immer noch nicht gefällt, ich kann das ja nicht von den Moddern erwarten, dass die das ändern, wenn man mit dem Leistungs- und Bremskombihebel in die Nullstellung geht, dann hat man keinerlei optisches Feedback. Also ich kann Leistung aufschalten und abschalten und habe, wenn ich nicht hingucke, gar keine Ahnung, wo gerade tatsächlich der Leistungsschalter ist. Das ist super ärgerlich, weil man es von allen anderen Loks so gewohnt ist, wenn der Brems- und Leistungskombihebel auf Null gesetzt wird, hat man in der Regel ein ziemlich klar erkennbares akustisches Feedback. Und das fehlt hier leider. Das haben die, keine Ahnung, das hat Skyhook vielleicht vergessen oder vielleicht hatten die keinen Sound dafür oder so. Auf jeden Fall ist es halt super ärgerlich, weil man schaltet Leistung auf oder man schaltet Leistung ab und fängt dann schon an zu bremsen, obwohl man das gar nicht wollte, oder genau andersrum, man schaltet schon Leistung auf, obwohl man das gar nicht wollte. Auch hübsch hier vorne, so die Ecke. Aber das finde ich, glaube ich, jedes Mal, wenn ich hier dran vorbeifahre, ne? Dass das hier so mit dieser Terrassenbauweise, hier diesen Felsen, dass das eigentlich ganz hübsch aussieht. Das erinnert mich an irgendeine andere Strecke aus dem Train Simulator gerade hier, dieser Bereich, irgendwie an Konstanz Villingen, glaube ich, aber naja. So, 155 mit ganz vielen Neuwagen hier unterwegs. Güter gehören auf die Schiene, Autos offensichtlich auch. Also ich will jetzt hier nicht großartig Selbstbeweihräucherung betreiben, aber ich finde das Freepaint ganz hübsch. Mir gefällt das. Deshalb habe ich es auch gemacht, weil ich es auch in Realität ganz hübsch finde. Ich finde, diese schwarze Farbe steht auf jeden Fall der 187 echt gut. Und ganz ehrlich, es macht voll Spaß, 187 zu fahren. Wenn die Sounds jetzt stimmen, na, dann ist das was ganz anderes. Also es ist halt einfach super angenehm, jetzt gerade hier drin zu fahren. Aber das heißt nicht, dass ich sie mir jetzt nochmal kaufen werde. Selbst wenn sie jetzt irgendwann von meiner Festplatte verschwindet. Oh, hier ist so viel los. Wahnsinn. Noch mehr Autos. Also ich werde mir jetzt die 187 nicht kaufen, nur weil es ein paar Mods gibt, die jetzt die Fehler beheben, die Skyhook hier eingebaut hat. Also ich erwarte auf jeden Fall schon, dass von Skyhook irgendwann noch ein Update kommt, wo die AFB gefixt wird, wo richtige Sounds von alleine mit drin sind, ohne dass man einen Mod braucht. Ja, das sind so die beiden wichtigsten Dinge. Und das Display spinnt halt manchmal hier auch ein bisschen rum. Ist manchmal ein bisschen schwierig mit der PZB, weil wenn jetzt eine Beeinflussung kommt, dann wird auch einem nicht das angezeigt, was man realistischerweise da erwarten würde, sondern da kommen dann so weiße Kästchen manchmal. Das ist auch eher unangenehm. So, es geht immer noch bergab. Kann die ganze Zeit schön Energie zurückspeisen ins Netz. Das würde ich mir auch echt gerne wünschen im TSW, dass wir hier diese funktionale Anzeige hätten, wie viel Kilowattstunden wir bereits verbraucht haben, beziehungsweise die gelbe Zahl würde dann bedeuten, wie viele Kilowattstunden wir wieder zurückgespeist haben in die Oberleitung durch die E-Bremse. Aber das funktioniert leider nicht. Das ist weder hier bei Skyhook 187 der Fall, noch bei der Baureihe 101 oder sonst einem anderen Lok. Was echt schade ist, denn im Train Simulator gibt es auf jeden Fall Loks, die das können. Also die von Virtual Railroads zum Beispiel, die, da hat man da, glaube ich, die Anzeige nach 101, dass da einem gezeigt wird, wie energieschonend oder
eben nicht man gefahren ist. Das finde ich eigentlich immer ziemlich cool, wenn einem sowas mit angezeigt wird. Aber das ist leider nicht der Fall. Aber okay, das ist jetzt nicht das Allerschlimmste auf der Welt, ne? Aber cool wäre es trotzdem, wenn es mit dabei wäre, irgendwann. So, da vorne nur 146. Ja, auch geil, das. Ne, gar nicht 146. Doch. Ja, auch, was ich gerade sagen wollte, auch cool, dass das von den Moddern der das Horn ebenfalls verbessert worden ist. Also Hut ab wirklich an die Modderinnen und Modder da draußen, die dieses Spiel dann doch nochmal auf eine ganz andere Ebene heben. Keine Beeinflussung voraus, sehr gut. So, dann würde ich sagen, stellen wir uns mal hier hin. Hier am Main entlang. Schön, oder? Hier so neben dem Wasser her. Ach, wenn irgendwann mal Köln-Koblenz kommt, ja auch schön neben dem Rhein entlang. Das wäre doch ein Traum. So, jetzt haben wir hier wieder 0 km/h. Immer noch. Komm schon. Ja, geht doch. So 6 km noch. Achso, einer dieser beiden Mods, ich weiß nicht welcher von denen, verändert auch noch die Kameraposition. Also vorher hatten wir eine etwas tiefere Sitzposition und hier so eine leicht nach rechts geneigt in etwa so eine Position, was irgendwie echt unangenehm war. Und jetzt, wenn wir mal aufstehen und uns hinsetzen, sind wir da viel zentraler. So. Ja, also das ist halt viel, viel angenehmer als das, was vorher der Fall war. Ich glaube, die Sitzhöhe können wir uns aber immer noch nicht verstellen, ne? Nee, schade. Und da oben die Neubaustrecke, Schnellfahrstrecke vielleicht sogar, ich weiß es nicht. Auf jeden Fall ist hier oben, glaube ich, LZB verbaut in Realität. Weiter in freie Fahrt, 4 km noch.
schön, oder? Der Sound. Also mir gefällt er sehr. Wie gesagt, alle wichtigen Links in der Videobeschreibung. Die Mods, das Repaint. Ja, das war es eigentlich auch schon. Klang jetzt so, als wenn noch was kommen würde, ne? Hübsch, wie auch hier links auf der Seite der Wald schön dicht ist. Gut, da vorne in der Distanz wiederum, ja, da werden Erinnerungen an Arosa wach, aber es lädt jetzt langsam auch nach. Aber hier links, das sieht echt schön aus, also muss man schon sagen. Also, mein Spessartbahn ist trotz des Alters immer noch eine echt schöne Strecke, ne? Das muss man einfach mal sagen. So, 110 ab hier. Wir fahren weiterhin stoisch unsere 90 km/h. Auch schön, das tiefe Horn. So, weniger als 4 km noch. Ich habe mir überlegt, ein neues Mikrofon zu kaufen. Weil das, was ich verwende, nicht das Beste vom Besten ist. Das ist tatsächlich eigentlich das Webcam-Mikro. Von daher, qualitativ ist das Ganze natürlich nicht ganz so das Krasseste auf dem Markt, würde ich mal peinlich berührt behaupten. Habe ich überlegt, da mal ein paar Euronen hinein zu investieren. Mache ich vielleicht irgendwann noch, wenn ich mal ein bisschen mehr Zeit habe. Dann gucke ich mich mal da ein bisschen um und kaufe mir vielleicht mal ein Mikro. So, wir ziehen die E-Bremse an. Ne? Ein bisschen viel auf einmal, würde ich sagen. Luftdruck hinterher, denn... Die Tante sagt Zugbeeinflussung. So, brems runter, liebe Lok. Na los. Komm schon, nicht anhalten. Nicht anhalten. Ach, geht auch. Ah, ein bisschen zu viel Bremskraft. Schön. Diese Burgruine ist mir bis heute nicht aufgefallen. Wahnsinn. Hübsch. So, wir drücken wieder auf PZB wachsam. Und haben Halt zum Erwarten. Heißt also... Bremsen anziehen.
Wobei das rote Signal haben wir erst in 1,3 Kilometern. War vielleicht doch ein bisschen sehr früh abgebremst. So, wir drücken nochmal auf PZ bewachsam. Das meinte ich vorhin mit diesen weißen Kästen, die da erscheinen, die einem so ein bisschen das Fahren mit der PZB unmöglich machen eigentlich. So, noch 700 Meter, dann haben wir ein rotes Signal vor uns. Ich danke euch auf jeden Fall an dieser Stelle schon mal fürs Zusehen. Bei dieser Repaint-Vorstellung. Und Fahrt zugleich. Auch rollen wir noch die letzten Meter rein in den Rangierbereich, in den Güterbereich von Gemünden. Und dann haben wir für heute Feierabend. Gehen wir schon mal auf unter 25. Da vorne ist der 500 Hertz Magnet. Das Signal muss nicht bestätigt werden, wenn ich das richtig im Kopf habe. Aber jetzt müsste der 500er angehen, nämlich jetzt. Da ist er. Und wir halten bündig am Signal. Gehen mit der E-Bremse voll rein und die letzten paar Meter dann mit Luftdruck hinterher. So, und jetzt noch ein bisschen Luftdruck rein. Und dann kommen wir langsam zum Halten. Jawohl. Dann danke ich euch fürs Zusehen. Macht das gut und bis zum nächsten Mal. Tschüss.